Ihr habt's ja gehört, herzlich willkommen hier zu Thirsty's World. Ich spiele zusammen mit Blechgurke und Panther in TA3 4. Die beiden wollten jetzt mal gerne dabei sein beim Intro. Okay, jetzt könnt ihr noch eure Sprüche loswerden. Kommen keine mehr. Hallo YouTube. Ich wollte an dieser Stelle meine Mama grüßen. Sie hat mir das alles ermöglicht. Danke. Ja, habt ihr jetzt gehört. Die Mama von Panther34 hat ihm das alles ermöglicht. Da kann man doch stolz drauf sein. So, ich gehe mit meinem KV2 ins Gefecht. Das ist jetzt der Zugmodus Stufe 2. Ihr habt euer Intro. So, und Blechgurke hat auch seinen Senf dazugegeben. Senf hin, Senf her. So, alles klar. So, Leute, los geht's. Blechgurke sucht noch sein Fahrzeug. Ich mit meinem KV2 ins Gefecht. Es ist jetzt der zweite Teil des Zugmodus. So, und mit dem ARL44. Und los geht's. So. Los geht's. Teil 2, Zugmodus. Zusammen mit Lenzmannen, LOL, Luki, Michael, Okon, Yay, Panika, Fellow, Genius, Lonny, FX, Pure, Ramses gegen Apsus, Illy, Samaria, Ninja, Kinem, Odarum, Mitek, Debest, Sharks, Silex, Jeste, Ninja, Ati, Plemios, Domin, Nico, Michael, Guru Gum, Vito BG, Luxurio Pos. Auf der neuen Karte, hallo, ich glaube Perlenfluss ist das. Lisa Marie, Unterstrich. Ja, ich habe sie schon vorgelesen. So, wem folge ich denn? Da, so, Koordinaten besiegen. Hallo, wir spielen auf der Karte Perlenfluss. So, also wie Blechgurke oder Panther4 jetzt sagte, es ist die Karte Perlenfluss, die neue Karte. Von der Landschaft äußerst reizvoll. Da zeigt wieder World of Tank, was sie da in die Natur gesteckt hat. Sehr viel. Ja. Und ich vergleiche die Bäume um. Bum, badum, 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 badala. Ja, er fährt nur die Bäume um. Ich bin der Telefonzellenmörder. Das war ja geil. Understatement, please. So, hier fahren wir durchs Flüsschen, was nicht sehr tief ist, und kommen dann wieder an die berühmte Stelle, wo es dann losgeht. So. Vor mir ist euch YouTuber und YouTubler eine schöne Weihnachtszeit. Meine Güte. Ja, und gleich auch auf mich geschossen. Ah ja, dir töte ich natürlich auch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Aber der hinter mir hat, Gott sei Dank. Ist halt so. Ach so, ist glaube ich ein Achter gewesen, ne? Oder ein Siebener. Meint, wie ist der? Apus. Was ist ein Zwölfer? Apus. Ein Achter. Oi. Ei, caramba. Ja, der wartet auf mich, ich weiß es schon. Der Ninja. El Ninja. Meine Güte. Und gleich bin ich weg.
Er hat auch vorbeigeschossen. Oh, 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 nein, 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 ich will nicht. Uiuiui, gemein. Ist das der Nachfolger von KV-3? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil der sieht fast aus wie der Nachfolger von KV-3. Wenn du den KV-4 meinst, ja. Der hat mich gerade erwischt, ne? Ja. Elisa Maria. Ja, zerschnitzelt. Ja. So. Fett Güle, ne? Das war's dann mal wieder. Wir sind, glaube ich, alle drei weg, jo. Zurück zur Garage. Und da noch ein schönes Gefecht, liebe Freunde. Das ist aber ein bisschen underestimated, wenn man sozusagen sagt, also einen Sechser da reinzuschicken. Dann nehme ich mal meinen KV-3. So. Ne, ich habe den T29 schon erforscht. Das Problem ist, mir fehlen noch jede Menge Kreditpunkte, die ich dann auch noch kriegen muss, um dann überhaupt den mal zu kriegen. Ne? So. Ne? Das ist das Problem. So, und los geht es. Rein ins Gefecht, ins nächste. Aha, zusammen mit Pro PRCO 69 Hijacker 1987 Maolin Manpatz Michel Webel Akzek Demonit Deptak Plutoares Posavak Knox Berti Wuster gegen Wjotz Echolon Pitimar Kutzis Larson Lynx Captain PR3 Arthosia Senquist Capo Regime Highlander, Sibaba, NK, Katja, Salomon, nee, Solomon, 44, Thomas und Kentin. Aha. Und natürlich 9er Panzer, was die ganze Sache so richtig schön erschwert. Natürlich 9er Panzer, logisch, das muss ja sein. So. Du kommst nirgendwo durch. Nö, kann ich vergessen. Moment. AFK wäre, glaube ich, besser. Ja, wäre sinnvoller fast. So. Könnte ich mir wenigstens noch einen Johnny drehen. Ja, so ungefähr. Also, ich weiß ja nicht. Ich werde mal da rumfahren. Ich werde mal dem Panther 4 folgen oder so. Also, das ist ja... ich weiß ja auch nicht. Naja, sinnlos in die Schlacht, mal wieder wie immer. Das ist natürlich ein bisschen schade hier beim Gameplay, dass da doch nicht so drauf geachtet wird, dass man die so ein bisschen vernünftiger zusammenstellt. Also nichts gegen 8er und 9er, kann man ja machen, aber dann, naja. Das Matchmaking ist aber auch echt schlecht. Also das muss man ehrlich sagen, das ist, ich bin jetzt hier irgendwo reingefahren, wo ich nicht mehr rauskomme, oder was? Ja, komm. Und runter. Boom. Na bitte, wer sagt's denn? Hart im Nehmen, der Panzer. Ja. Das muss man wirklich dabei sagen, das ist hier unter aller Rosinante. Aha, das ist, glaube ich, so wie ich, der T29. Ja, das ist einer. Das ist ein T29. Aha. Und das war's dann auch für ihn. Er ist dahinter. Aha. Blechgurke ist da oben. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich herfahren soll.
Der ist ja über mir, nehme ich mal an, der eine. Eieieiei. Da oben auf der Brücke, gehe ich mal von aus. Hijacker fährt da entlang. Der fährt da entlang. Der Pro, keine Ahnung. So, ich fahre hier unten erstmal her. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, er ist auf mich runtergefallen. Ich habe ihn Verbündeter, zerstört Modul. Bin die Brücke runtergefallen. Ja, ich habe dich aber... das war falsch. Ich habe dich aber wenigstens aufgefangen. Sonst wärst du unter Umständen sogar zerstört. War ja nicht schlicht. Jo, danke. Ja, keine Ursache. Machen wir doch gerne. Ja, so ist das. So, jetzt muss ich hier vorsichtig hochbalancieren. Ein Wunder, dass sie noch... Tja, es ist schon ein Wunder, dass wir noch leben, jo. Wie heißt es so schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, so ist das. Ist ein Wunder erster Kajüte. Oh, er richtet sich schon drauf. Das Team ist blöde. Was für ein blödes Team. Ja, das kann durchaus sein. Ich weiß das nicht. Ach so, ja gut, wir haben jetzt schon... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Moment. Wie gesagt, ich komme hier nur sehr, sehr schwer weiter. Ja, oh, 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 da oben kommt auch schon einer runter. Da hinten steht auch noch einer. Moment. Kriege ich den? Nee, das ist gar keine Chance, den zu kriegen. Ich bräuchte hier mal Hilfe. Ich versuch's. Ich bin nur so langsam. Ich bin nur so unendlich langsam. Nee, die ganze Natur. Ja, das kann man fast sagen, ey. Der Motor, der nervt hier nur noch. Jo, das war's. So. So, das war's mit dem. Das ist also ein bisschen blöd. Das ist also ein bisschen blöd. So. Au, Moment. Moment. Dann nehme ich meinen... Na komm. Wo ist er denn? Da ist er doch. Und jetzt haben wir es doch. Jawohl. Jawohl. Weder Banane noch Telefon, sondern wir gehen in die Schlacht. Jawohl. Auf geht's.
zusammen spielen wir mit. Ja, ich glaube, Blake Gurke muss jetzt zum Tennis oder so. Okay. Venus, Trapfly, Sirius, ja, Fisk, Jimmy, Baba, Zerak, Iemaki, Faki, ja, Wichser. Viel Spaß dir. Jo, alles klar. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Wichsern. Wichser, Glasgow, Nackeland, Puffnet, Vidisek, KK, Dixie, Wrabbel, nein, Fetti, Gringo, Philipp Diktator, Clone Trooper, Patrick, Geduan, Graf von Drachenburg, Rodini, Nick Wien und so weiter. Jetzt sind wir, glaube ich, einer weniger, aber mal sehen. Ne, ist der andere eingesprungen. Egal. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ist denn jetzt Ada? Wo fahren wir lang? Rechts, links. Wir können auch da runterfahren, ist auch egal. Alle sind hier so ein bisschen schlecht, aber was soll's. Sollen wir da runterfahren? Mir ziemlich egal, ehrlich gesagt. Mir ist alles nicht so golden Tweety mäßig. So, der fährt vor, das ist schon mal gut. Nein, der fährt nicht vor, das ist nicht gut. Ja, Leute, entweder ihr fahrt vor oder ihr fahrt, das finde ich gar nicht lustig. Ne? So. Ne? Da ist schon mal, da ist auch, und der ist schon mal da runtergefahren. Ja, was ja gar nicht so blöd ist. Und wieder drüber, was natürlich nicht so schön ist. So. Und weiter. Jawohl. Das kriegen wir doch hin. Na bitte. Wer sagt's denn? Das freut uns doch, dass wir wieder mehr sehen. So. Tünke! Nö, eigentlich noch nicht. Hahaha, people. Vicky. So, der da oben ist Graf von Drachen. Graf von Drachenklau. Graf von Drachenbrust. Moment, hier ist auch noch einer. Sehr gut. Sehr schön hochgeschossen. Oh, da haben wir aber sehr, 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 sehr viel Glück gehabt. So, jetzt noch die zwei Jagdpanzer, die irgendwo rumzuckeln.
Mal gucken. Aha. Tja, Jimmy, ich gebe mein Bestes, aber ich komme halt nur. Ich gebe mein Bestes, aber ich komme hier nicht schneller hoch. So. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir ganz schnell da rumkommen. Und wieder runter. Die sind bei uns da oben. Wir müssen ihnen den Rücken fahren. Ich komme von hinten wie immer her. Ja, so ist das. Taktik, die begeistert. Jimmy hat es auch begriffen. So, ich versuche jetzt hier runterzukommen. Jawohl, das hat diesmal geklappt mit der Kurve. Das ging voll durch Ihre Panzerung. Ja, wie immer. So, da habe ich einfach mal geschossen. Und dann will ich mal zusehen, dass ich die Herrschaften da erwische. Nun komm. Komm. Ich muss lang. Oh, bitte nun, verreck mir nicht. Schlachten auch mal Siege. So, das war's dann auch wieder mit dem Let's Play hier bei Thirsty's World. Blechgurke. Ja, mit drei, dem Zugmodus, Teil 2. Blechgurke musste vorher noch weg. Das habt ihr ja vielleicht mitgekriegt. Tennis oder so. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute. Bis zum